Also ich finde, dass das bei Kanu Tube ist das eine ganz junge Truppe. Und das macht so eine unglaubliche Laune, weil die sind ja nun, ich sag mal, 30 Jahre jünger als ich. Und du kommst dann dahin und siehst, mit welchem Engagement die das Ganze dann für sich, für diesen Auftrag dann in Bewegung setzen. Also ich habe das schon in Augsburg gemacht, beim Kanuslalom bei der Deutschen Meisterschaft. Und jetzt bei der Weltmeisterschaft, da haben sie nochmal einen draufgelegt. Und dieses Engagement, kann ich nochmal sagen, das muss man unterstützen. Und das ist so Fernsehen, wie man das vielleicht vor Jahrzehnten mal hatte. Und jetzt wird das wie ein Experiment nochmal gemacht. Und wie das so rüberkommt und wenn man dann auch so ein Lob bekommt von dem Präsidenten des Deutschen Kanuverbandes, hey, dann ist das klasse. Besser geht nicht. Besser geht nicht. Also. Erzähl ein bisschen mehr, wohin geht's denn jetzt? Jetzt geht es erstmal gegen eine Schranke. Und wenn wir diese Schranke passiert haben, geht es zum Essen. Und morgen? Und übermorgen werde ich also den Sender quasi wechseln. Nein, das kann man so nicht sagen. Ich bin ja freier Mitarbeiter des Westdeutschen Rundfunks seit 1981, also eine Unzeit. Und werde morgen dann also Sport im Westen bedienen mit einem Beitrag von hier von der Weltmeisterschaft. Und am Sonntag dann eben die Sportschau noch. Und dann geht es in den, glaube ich, verdienten Urlaub, den ich dann zum Leidwesen meiner Frau kurz unterbrechen muss. Da fliege ich mal ganz kurz von Toulouse über Brüssel nach Prag. Da ist nämlich die Weltmeisterschaft im Kanuslalom, um dann ein bisschen Abstand zu gewinnen von der Familie und dann eben für die Sportschau dann live aus Prag zu berichten. Das ist das nächste Highlight. Aber persönlich muss ich sagen, so ein Highlight wie hier mit diesen jungen Leuten, das hat was. Peter Grube, vielen Dank. Ich wünsche guten Appetit. Oh, danke schön. Tschüss.